Heyo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters mit Chibi Let's Play, Terry, Puri, Holm und Vani. Und wir eilen nun zum Monster Master, denn ich möchte dieses Mal einige Monster miteinander verheiraten, damit wir auch ein paar knüllige und oder kräftige Babymonster für uns gewinnen können. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, es ist strategisch schlauer, wenn wir erstmal warten, bis die Elternmonster ein hohes Level haben, wegen dieser Pluswerte. Allerdings ist mein Monsterhof voll. Ich konnte letztes Mal noch nicht mal dieses Säbelmonster für mich gewinnen, weil einfach kein Platz mehr da war. Und da dachte ich mir, bevor ich jetzt zwei oder drei Monster einfach sinnlos in die Wildnis entlasse ich sie lieber in die Ehe. Ob sie wollen oder nicht. Gut, wen nehmen wir denn? Wie wär's mit Mark? Ne? Der störrische Uniclown. Ich meine, ich bedanke mich bei dir, dass du dich uns angeschlossen hattest, aber ich glaube nicht, dass wir auf Dauer so dicke Freunde werden. Aber ich glaube, du wirst noch ganz dicke mit Bibi. Also dann, meine Lieben, viel Spaß zusammen. Macht's gut. Sie sahen sich an und es war Liebe. Mark und Bini sind leise fortgegangen. Ein Ei von Ork wurde geboren. Das Brüten kostet 20 Gold, glaube ich. Ja, 20. Soll ich das jetzt machen? Ja. Einverstanden. Warte bitte bis morgen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ork plus 1. Weiblich wurde geboren. Wie soll es genannt werden? Weiblich. Ups. Das ist eine gute Frage. Wir hatten jetzt Mark und Bruni. Bini. Mabi. Mani. Mani wäre natürlich nicht so. Obwohl. Vorgeschlagen wurde Ol. Wisst ihr was? Ich nenne sie Olga. Ich meine, Olga ist ein schöner Name. Warum nicht? Willst du Olga gleich mitnehmen? Ich hab ganz vergessen, dass der so eine alte Stimme hat. Olga werde ich also zum Ruf schicken. So, dann gucken wir mal kurz die Werte von Olga. Mit Schweineschnauze. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Schwippschwägerin von Ganon. Dann haben wir so einen kleinen Hauch von The Legend of Zelda mit im Spiel. Warum auch nicht? Ich finde es aber schön, dass sie den Speer von ihrer Mutter weiterhin trägt. Olga ist ziemlich faul. Na gut, warum nicht? Man darf hin und wieder auch mal faul sein. Gut, wen nehmen wir denn als nächstes? Wie wär's mit Vivi, die Feeratte, mit Nene, den Baumgeist? Ich tippe, dass Hammer plus 1 daraus geboren wird. Hammer? Okay. Ist das dann wirklich ein Hammer mit Augen, oder? Naja, schauen wir mal. So, du und du. Viel Spaß zusammen. Tschüss. Vivi und Nene sind leise fortgegangen. Ein Ei von Hammer wurde geboren. Das Brüten kostet 20 Gold. Wie immer. Soll ich das jetzt machen? Ja, bitte, alter Mann. Einverstanden. Warte bitte bis morgen.
Dum 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 dum. Hammer plus eins, weiblich wurde geboren. Okay, wir hatten Nene und Vivi. Vine oder Nevi? Ich würde sagen Nevi. Ja, dann haben wir die Silben der Eltern wieder mit drin. Ich finde, das ist irgendwie dann auch so ein bisschen nachvollziehbar. Ein bisschen zumindest. Dann möchte ich mal kurz gucken. Nevi. Status. Ach, dieser... Ach, der Kapuzen... Kämpfer mit Hammer. Der heißt ja einfach nur Hammer. Okay. Nevi ist ein bisschen egoistisch, aber... Ja... Ich glaube trotzdem, dass sie irgendwann doch Teamplayerin wird. Zu gegebenen Anlass bestimmt. Ja, schön. Schön, schön. Maguro. Da würde ich gerne noch schauen, was du für Attacken überhaupt drauf hast. Beziehungsweise, welche du jetzt von Karl und Goma geerbt hattest. Ich muss gestehen, ich weiß von beiden nicht mehr genau, was sie hatten. Aber vielleicht kann da ja noch was draus werden. Ich habe nämlich auch gemerkt, Vami, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Hat zusätzlich auch noch Attacken wie Illusion und Backtöter gelernt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ihre Eltern das drauf hatten. Ich meine, gut, es kann sein, dass Vami das wirklich aus ihrer eigenen Art heraus lernt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie das vielleicht durch ihren Vater Piki geerbt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich muss gestehen, mit den Attacken der Monster habe ich bisher noch nichts rausgefunden. Da konnte ich mich noch nicht schlau machen. Ori. Ja, Ori weiß ich noch nicht. Also Aune würde ich auch gerne noch ein bisschen behalten. Bei Ori. Typ Pflanze. Sehr schlau. Ja, das Megafeuer. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich tendiere so ein bisschen dazu, zu dem Gedanken, dass ich Ori vielleicht noch weiter trainiere. Was mache ich mit Bivi? Und Midi haben wir auch noch. Plus eins. Die Tochter von Matt und Mephi. Das ist ein bisschen schwer. Capo. Capo, mein Freund. Mein lieber Panzerer. Ich weiß nicht, was ich genau mit dir anfangen soll, außer dich in die Ehe zu entlassen. Mit Bivi vielleicht? Ich tippe, dass Megawurm plus eins dadurch geboren wird. Nee, Megawurm habe ich ja schon gesehen im Dungeon. Dann würde ich lieber hoffen, dass ich den Megawurm so an sich zu mir bekommen kann. Statt ihn so zu züchten. Wie ist das denn umgekehrt? Mega-Auge. Ah, das ist dann wahrscheinlich wieder so ein... Nee, das sagt mir nicht zu. Das ist bestimmt sowas ähnliches wie Ebo bereits schon ist. Ich meine, ein Auge. Andererseits, Ebo. Mit Kapo vielleicht? Kaktee plus eins. Ein Kaktus? Ach ja, warum nicht? Einverstanden, warte bitte bis morgen. So, viel Spaß zusammen. Ebo und Kapo sind nun fröhlich und leise fortgegangen. Ein Ei von Kaktee wurde geboren. Soll ich es brüten? Ja.
Einverstanden. Warte bitte bis morgen. Cat D plus 1. Männlich wurde geboren. Wie soll es benannt werden? Männlich. Okay, Capo und Ebo. Ja, ich weiß, Ebo war schon kein femininer Name. Aber... Wir machen das Ganze dann so. Cabo. Pech. Und es klingt trotzdem ähnlich wie der Name vom Vater. Warum denn nicht? So, dann schauen wir nochmal, was für Werte Cabo denn hat. Der Blick. Da finde ich den Sprite da rechts, ehrlich gesagt, ein bisschen süßer. Und dann links. Komm, knuddeln! Nein, lieber nicht. Gut, wir kriegen noch irgendwas hin. Wir kriegen noch was hin. Wie wär's mit... Komo? Komadora? Mit... Baby vielleicht? Streckt die Zunge nicht so raus. Ups. Baby ist schlau. Hat den Kälteatem. Gib mir der Ball. Kälteattacke. Das wäre gut, wenn sie das vererben könnte an das Kind. Ich tippe, dass X-Mann plus 1 dadurch geboren wird. Das Mutter hattest du schon. Nein, hat die noch nicht. Das ist bestimmt ein Tippfehler. X-Mann. Ja, gut. Moment, hat man den nicht sogar schon in einem Masterkampf gesehen? Ich glaube, ja. Jetzt bin ich gespannt. So, Koma, Bivi, viel Spaß. Ich heiße Komo. Egal. Mua! Komo und Bivi sind nun leise fortgegangen. Ein Ei von X-Mann wurde geboren. Das Brüten kostet 20 Gold. Soll ich das jetzt machen? Nein! Jetzt möchte ich mal ganz kurz was ausprobieren. Mir ist nämlich auch eingefallen. Es gab doch noch die Person, die sich die Eier anguckt und schätzen kann, was für ein Geschlecht das hat. Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Warum denn nicht jetzt? So, ich glaube, weißt du das rein zufällig? Ach, wie süß, ein süßes Kind. Wie heißt du denn? Terry? Terrylein? Ha, ich bin die Gutachterin. Ja, genau dich habe ich gesucht. Ich kann deine Eier untersuchen und dir sagen, was für ein Kind daraus geboren wird. Außerdem kann ich noch das Ei segnen. Dann wird das Geschlecht des Kindes umgewandelt. Ja, ob man das unbedingt segnen nennen kann? Weiß ich nicht. Aber okay. Verstanden. So, was willst du jetzt machen? Okay, analysiere einfach erstmal das Ei. Ich möchte das einfach nur mal ausprobieren. Das kostet dich 20 Gold. Ist das okay? Ja. Dann... Ahnen? Ah, ja, du kommst mir doch ein bisschen bekannt vor. Geflügelter Drachenritter. Sehr gerne. Ein süßes Ei. Lasst uns etwas plaudern. Hui, das ist sehr gesund. Es sagt, dass du dich auf ihn verlassen kannst. Auf ihn? Hm, das ist ein Weibchen. Mehr kann ich nicht sagen. Ein Weibchen. Aber auf ihn verlassen? Also auf ihn, das Monster wahrscheinlich. Ich probiere das mit dem Segnen jetzt einfach nur mal aus. Ich meine, ein Ex-Mann weiblich. Es sah ja eigentlich vom Sprite her auch sehr männlich aus. 150 Gold. Okay, das mache ich nicht wirklich so oft. Egal. Einmal, einfach nur mal, um es auszuprobieren.
Lalalala, tralala, danke für dein Geld. Jetzt bist du arm. Naja, fast. Aber egal, das Ei wurde gesegnet. Lalalala. Das wird ein gutes Kind. Sonst noch Wünsche? Nein. Dankeschön. Dann komm mal wieder. Tschüss. Okay, dann gehe ich jetzt davon aus, dass Ex-Mann nun männlich ist, nicht mehr weiblich. Und lass es jetzt brüten. Ist aber wirklich ein teurer Spaß. Also das mache ich definitiv nicht so oft. Es sei denn, es muss sein. Moment. Einmal brüten gehen. Einmal Ex-Mann männlich ausbrüten. Einverstanden. Warte bitte bis morgen. Okay. Ex-Mann, männlich, wurde geboren. Wie soll es denn heißen? So, wir hatten Como und Bevi. Also entweder Bemo oder Kovi. Vorgeschlagen L.I. Und es ist eine Art Ritter. Ich kann nicht anders. Ich nenne es Lia. Ich nenne es einfach Lia. Nach dem Prinzen aus meinem Lieblingsfilm, beziehungsweise einem meiner Lieblingszeichentrickfilme, das letzte Einhorn. Prinz Lia, warum nicht? Willst du Lia gleich mitnehmen? Nein. Jo, können wir noch was machen? Können wir noch irgendwas reißen hier? Ja, wie gesagt, mein Uguro. Weiß ich nicht. Was mache ich eigentlich mit Golem? Der ist auch noch da. Power Safe, Aufladen, SB-Abwehr. Und ich glaube, da kommt noch einiges hinzu. Aber wie gesagt, die Attacken lernen sie ja meistens erst nach Kämpfen. Deswegen war es eigentlich sogar sinnig, wenn ich Pan auch weiter trainiere, damit der auch noch ein paar Attacken lernt. Wobei, ich hatte irgendwo gelesen, dass ein Monster von sich aus ohne Zucht und allem nur 3 Attacken lernen kann. Das heißt, du hast schon 3. Du hast schon ein Maximum quasi. Kann auch sein, dass das eine unglaubwürdige Quelle war, aber ich hatte es zumindest mal irgendwo gelesen. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Und die +1-Monster, die wir jetzt dazu bekommen haben, werde ich dann demnächst auch trainieren, einfach für die Attacken und so. Und ja, dann klettere ich jetzt wieder die Ranke hinauf. Yay! Auf zum Monsterhof! Einfach mal gucken, wie viel Platz wir jetzt dazu gewonnen haben. Ich meine, wir hatten zuletzt 17. Die Monster sind so niedlich und erst recht die Babys. Was sollen wir heute machen? Einmal ansehen. 13. Okay. Gut, dann probiere ich mal Schlaf aus. Sollen die Monster hier schlafen? Ja. Die Monster wurden schlafen gelegt. Sonst noch irgendwas? So, das betrifft alle. Ich habe mich schon gewundert, warum ich jetzt nicht darum gebeten wurde, Einzelne auszusortieren. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, ne? Und wie kriege ich die jetzt wieder wach? Sollen die schlafenden Monster jetzt geweckt werden? Ja, bitte. Die schlafenden Monster wurden aufgeweckt. Einfach so. Also, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Hätten wir wieder einen Engpass, würde ich es vielleicht sogar dann so machen. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Gut. Und das war's dann für heute, würde ich sagen. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen Zeit rum. Wie gesagt, das mit den Babys, das gucke ich mir noch ein bisschen an. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich sie alle auch direkt behalten werde,
Dann schaue ich lieber auch erstmal, was wir noch für Monster im nächsten und übernächsten Dungeon alles noch finden werden und was sich so ergibt, ne? Aber ich finde auf jeden Fall, dass wir jetzt ein paar interessante +1-Monster dazu gewonnen haben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ihr dürft mir natürlich auch gerne in den Kommentaren reinschreiben, falls ihr eine Ahnung habt, welches sehr starke Monster man wie züchten kann. Ich kann nicht versprechen, dass ich das schaffe, aber ich versuche dem nachzukommen. Beispielsweise halt auch mit den King's Slimes. Diese dicken mit dem Krönchen, meine ich. Die sind ein bisschen komplizierter zu züchten, aber ja, auch deswegen behalte ich mir Slim im Hinterkopf. Und ja, schauen wir mal, was raus wird, ne? Auf jeden Fall. Danke nochmal fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.